Da wird man von so einem komischen Rechtsanwalt IWF, FBI angeschrieben wegen den Phones. Habe ich ignoriert. Ihr seht den Auszug, was er geschrieben hat. Dann von so Frauen aus New Texas und weiß der Geier, wo die herkommen. Du musst mir helfen, schick mir über iTunes eine Karte, schick mir Geld. So komische Pornofrauen oder was das da ist. Wie gesagt, mein Tipp, nicht reagieren, einfach ignorieren, melden, blocken. Weil das nimmt Überhand. Und wenn man sie meldet, sagt Instagram, es würde nicht die Richtlinien verstoßen. Also gegen die Richtlinien sein. So ein Quatsch. Habe ich vergessen zu sagen, die Frauen, die klauen sich dann Bilder von anderen Profilen, um ihre Identität nicht preiszugeben. Das heißt eine falsche Identität. Und wie sagt man, das ist so diese Love-Scam, diese ganzen Betrüger sagen. Wie gesagt, ich habe ein paar Links dann eingefügt und passt auf, fallt nicht drauf rein.